Ja, hallo meine Freundin der Sonne, da sind wir wieder und ich soll doch mal auf den Corona-Dance reagieren von Fresh Torge. Mache ich doch super, 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 super gerne. Und ich hoffe, er erklärt uns damit jetzt so ein bisschen, dass Corona scheiße ist und ja, wir gucken einfach mal, ne? Hi, I'm Coroni. I am the World Health Organization's new mascot. And I'm here to teach you stupid people out there how to protect yourselves from me, the virus. Because it seems to me like you just don't get it. So listen carefully and stand up. Yeah, Nee, kann everybody ich leider auch stand nicht. up Ich bin dick. and do Tut mir leid, the ich bin fett. Corona Dance. Everybody wash your hands and do the Corona Dance. Squeeze the elbows all day long and sing the Corona Song. Don't need any of your friends, just do the Corona Dance. Never touch your face, that's wrong, just sing the Corona Song. Don't meet your grandparents, don't let them in, send them home. Don't touch your people, that is a sin, baby. Pack keine alten Leute an. Mach ich eigentlich jeden Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich laufe immer rum und touch immer alte Leute an. Das ist so ein Hobby von mir. Damit wurde natürlich mein Hobby natürlich ein bisschen eingeschränkt. Naja, vielleicht kann ich das Hobby dann nach Corona-Zeiten wieder nachgehen. Einfach, das hört sich so falsch an, oder? Also sagen, Hobby von mir. Ich touch ältere Herrschaften an. We're having fun! France, Spain, Sweden, people of the world, where are you? Everybody stand up! Poland, Kann ich leider nicht, ich bin UK, dick. Italy, woo! Und hier ist kein Everybody Platz, wash your weil ich hands dick and bin. do the Corona Dance. Squeeze the elbows all day long and sing the Corona song. Don't need any of your friends, just Bin do jetzt the spät, ich Corona weiß. Dance. Never touch your face, that's wrong, just sing the Corona song. Don't meet your grandparents. Not so stupid anymore. Awesome. Immer noch. Es hat sich leider nichts verändert. And not sick. Double awesome. Bye. Ja, es war ein schöner Quickie, definitiv. Und eine sehr schöne Botschaft vor allen Dingen auch, die leider noch nicht so viele Leute da draußen verstanden haben, die leider immer mehr Leute nicht mehr verstehen wollen, was ich natürlich auch verstehen kann. Ich finde eine Sache immer sehr schön und das ist mir in der Corona-Zeit jetzt aufgefallen. Die Leute, die draußen demonstrieren gehen und die kriegen ja dann meistens das Recht zu demonstrieren, ne? Es gibt ja auch das Recht in Deutschland und die kriegen dann nur Auflagen, also sprich, die müssen eine Maske tragen und dann finde ich es immer sehr witzig, wenn die dann sagen, ja, es wird hier in die Privatsphäre eingedrungen oder wir sind nicht mehr frei. Ihr müsst euch das mal im Kopf klar machen. Die kriegen die Erlaubnis zu demonstrieren gegen Corona. Sie dürfen alles machen, ne, müssen halt nur ein paar Auflagen befolgen. Und dann laufen da Leute rum, die auch noch von der Polizei beschützt werden. Die dann meistens noch die Polizei angehen, von wegen, die Polizei arbeitet für den Staat und nicht mehr für das Volk, für das Volk. Ja, doch, stimmt. Scheiße, ich muss wieder schlafen, ich merke das. Und da finde ich das immer, ist irgendwie komisch, ne? Wenn die Leute, die kriegen alle Freiheiten, demonstrieren irgendwie gegen Corona. Corona ist eine große Verschwörung oder demonstrieren auch, sehr viele Leute demonstrieren auch, dass sie in Freiheiten eingeschränkt werden. Ja, man muss jetzt unterwegs eine Maske tragen und ja, es gibt jetzt eine größere Quarantäne. Aber was würden euch noch weggenommen? Also, zum Beispiel ich gehe ganz normal arbeiten. Bei uns ist es halt einfach nur so, dass wir jetzt mehrere Schutzmaßnahmen haben. Ich darf ganz normal in der Bahn fahren.
Ich darf ganz normal einkaufen, ich darf ganz normal, ja, ich darf an sich alles machen, nur vielleicht, und das ist ja zum eigenen Schutz, bestimmte Leute, also oder besser gesagt, Leute nicht besuchen. Und ganz ehrlich, das haltet ihr wohl aus. Also das ist jetzt, sage ich mal, klar, es ist hart. Klar, es ist scheiße, wenn man seine Oma oder seinen Opa gerade nicht besuchen kann. Aber ihr dürft auch natürlich auch nie vergessen, dass da auch die Möglichkeit bestehen könnte, dass ihr sie ansteckt. Vielleicht habt ihr das Coronavirus. Und das sind halt so Sachen, die finde ich so ein bisschen schade, weil das vergessen immer die Leute so. Die haben an sich alle Freiheiten. Also ich hab alle Freiheiten. Ich darf ganz normal immer noch auf Toilette gehen. Ich darf in meiner Wohnung machen, was ich möchte. Ich darf nochmal einkaufen gehen. Ich darf arbeiten gehen, auch wenn viele natürlich jetzt gerade nicht arbeiten gehen dürfen. Aber ganz ehrlich, also es gibt da viele, ne, die sich so aufregen, die dürfen nicht mehr arbeiten gehen. Aber ey, ich habe mich letzte Mal mit jemandem unterhalten, der hat auch gesagt, na, eigentlich finde ich das ja geil. Ne? Also, ja, das sind irgendwie die Leute, die suchen sich irgendwelche Stücke raus. Weil die sind, glaube ich, gerade momentan so hobbylos. Die haben gerade echt nichts zu tun. Und ja, da kann man halt mal gegen die Regierung vorgehen, ne, oder gegen Auflagen verstoßen. Und ich hoffe, ihr gehört nicht mit zu der Gruppe. Wie schon gesagt, werden wir alle zusammen an einen Strand ziehen und zusammen was bewegen. Dann kriegt man das auch zusammen hin. Auch wenn es jetzt gerade, wie schon gesagt, eine schwierige Zeit ist. Aber ihr dürft immer noch ohne Kamera auf Toilette gehen. Ihr dürft immer noch einkaufen gehen. Also, ist halt, ne, also was soll ich Großartiges dazu sagen? Also, ja, euch wird jetzt gerade die Freiheit entzogen, eure ungeliebten Verwandten zu sehen, die ihr eh nie seht. Die meisten von euch, seid doch mal ehrlich, ihr seht die immer nur zu Weihnachten, weil ihr gar keinen Bock auf die habt. Und jetzt auf einmal stürmt ihr auf der Straße draußen rum, eskaliert komplett und sagt, ja, ich will meine Verwandten sehen, wo ich mir so denke, ey, komm. Also, ne, irgendwann ist ja auch Schluss mit lustig. Und sehr schönes Lied, definitiv, hat mir echt gefallen. Ich fühle mich immer noch sehr doof. Aber ich hoffe, ihr habt auch die Botschaft von dem Lied verstanden. Und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ. Im nächsten Video bleibt gesund und ja, haltet euch momentan bitte einfach an die Regeln. Ist halt so, aber wir kriegen das hin. Umso mehr Leute sich an die Regeln halten, umso schneller kriegen wir es auch irgendwie geschafft. Bis dahin, haut rein und tschüss.